So Leute, herzlich willkommen zum heutigen Trainingsvideo. Kniebeugen stehen an. Wir gucken mal, ob es 100 Kilo sind oder 110. Wer die Videos verfolgt hat, weiß ja, dass ich mich in Aachen bei dem Reifenvorfall verletzt habe am Rücken. Und das ist jetzt die zweite Kniebeugeeinheit seitdem. Das heißt, wir tasten uns heute wieder ein bisschen langsam rein, gucken, dass das mit dem Rücken und mit dem Knie alles funktioniert. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Also Leute, viele fragen auch immer, wie viele Aufwärmsätze soll ich machen, wie viel mit 60, wie viel mit dem und mit jenem. Ich sage es euch jetzt mal so, wie ich es heute mache. Und zwar habt ihr jetzt gesehen, ich habe nur einen Satz mit der Stange gemacht, weil ich mich relativ warm fühle, gerade eben vom Verpacken schon. Und versuche jetzt mit 60, wahrscheinlich werde ich zwei machen. Das Ding ist, ihr solltet euch immer so aufwärmen, wie ihr das braucht. Ja, das heißt, normalerweise ein globales Aufwärmen, das hatte ich jetzt gerade eben beim Verpacken. Und dann immer ein lokales Aufwärmen, das heißt für die Kniebeuge selber, tastet euch langsam ran. Ich fühle mich im Moment relativ warm, ich habe auch keine Probleme in der Hüfte oder sonstigem, weil ich im Moment mobility-technisch in der Hüfte eigentlich ziemlich gut auf dem Dampfer bin. Das heißt, ich habe jetzt vorher auch keine Mobility gemacht. Eventuell im Anschluss mache ich noch ein bisschen Mobility und jetzt beuge ich einfach ein bisschen 60 Kilo. Dann gucken wir mal, ob wir direkt 100 draufpacken, wie sich das Ganze anfühlt. Und was wir heute machen, ist by the way 8x8, beziehungsweise eventuell 6x8. Wir gucken mal. Achtet mal darauf, wie ich mittlerweile beuge. Vielen ist es schon aufgefallen in den letzten Progressionsreihen. Ich beuge mittlerweile enger, Füße etwas weiter nach außen. Immer noch wegen dem Knie. Wir tasten uns jetzt erstmal generell ran. Ihr seht, ich benutze auch keinen Gürtel und ich benutze auch keine Kniebandagen. Könnte ich natürlich machen, um meinen Shit zu promoten. Aber mir geht es natürlich im Moment darum, dass ich erstmal aus den Verletzungen raustrainiere. Das heißt, im Moment machen wir eher ein Recovery-Training als ein wirkliches Kniebeugetraining. Und will natürlich gucken, wie viel macht der Rücken mit. Aber ihr seht schon, die Wiederholungen sind einigermaßen explosiv. Funktioniert einigermaßen gut. Ich spüre jetzt auch so nichts. Und da geht es einfach darum, dass der Körper mit dem Gewicht arbeitet und ich mir jetzt nicht irgendwie Zusatzsachen wie Kniebandagen oder sowas anziehe, sondern einfach, dass der Körper das tut, was er kann. Und nicht noch irgendwie Zusatzequipment, dass ich ein bisschen mehr schaffe oder dass es sich besser anfühlt oder so. Das Bullshit. Edel, der Mann mit der Waterjug. Oh, ganz edel, meine Freunde. Edel. Tyson, geht sowas nicht mit dem normalen. Du meinst mit der normalen Flasche? Ja. Das ginge natürlich auch, ja. Aber dann würdest du einfach diese 200% Leistungssteigerung, die du beim Konsumieren des Leitungswassers aus dieser ultimativen Athletic Statics Waterjug bekommst, also diese 200%, würdest du natürlich auf die Strecke lassen. Das heißt, ohne die Jug würde ich wahrscheinlich nur 40 Kilo heute beugen können. Und das ist so das einzige Hilfsmittel, wozu ich dann doch noch greife. Das macht dann aus Leitungswasser direkt Natural Water und dann geht's ab. Boah. Da ist noch eine Frage reingekommen. Empfiehlst du die Water Jug für heiße Getränke? Oh, die Water Jug für heiße Getränke. Wenn ihr aus den 2,2 Litern 3 Liter machen wollt, dann dürft ihr auch gerne heiße Getränke, am besten kochend heiße Getränke reinfüllen. Wobei ihr dann vielleicht sogar 4 bis 5 Liter oder halt irgendwann einfach ja, ein Loch im Boden herbeiführt. Hm? Aber zu einem gewissen Maß könnt ihr das Volumen durchaus
vergrößern und somit natürlich mehr leistungssteigerndes Naturalwater aus der AA-Flasche konsumieren. Definitiv. Mhm. Das ist anstrengend, ey. 100 Kilo. Masse beugen! Da, komm jetzt! Ja, ja. Oh, Junge, wenn ich überlege, wenn ich mich zurückerinnere, normalerweise war 70 immer mein erstes Aufwärmgewicht, beziehungsweise Stange. 70, 120, 170 und da gab es Trainingsgewicht. Ja? Heutzutage ist 100 Trainingsgewicht. Ich fühle mich leicht bedrängt. Hm. Das ist schon Arbeit mit 100 Kilo. Erbärmlich ist das, ey. Richtig erbärmlich. Ja, was sagst du den Leuten, die bei 90 sind? Das ist komplett erbärmlich. Ich will direkt aufhören mit dem Sport. Mal die Lausche aufgesperrt, Freunde. Oh. Ah, habt ihr es gehört? Was passiert, wenn man einen Reifen versucht zu stoppen und alle Wirbel sich aufeinander schieben? Nochmal Lauscher, Lauscher. Oh. Ah. Ah. Beugt es sich gleich viel besser. Way to go, meine Freunde. By the way, ich weiß nicht, ob ich schon ein Video dazu gemacht habe. Das ist die neue Zielsetzung, ja? Also wenn das Knie und der Rücken und das alles jetzt, wenn ich erstmal wieder drin bin und das alles wieder zusammenspielt, Kniebeuge, will ich auf jeden Fall die Leistung, die ich mal hatte, wieder erreichen. Das ist jetzt nicht ein Ziel auf einem Jahr oder so, sondern die nächsten 2-3 Jahre definitiv wieder an die 240 Beuge kommen und dann natürlich dann auch gucken, wenn es weitergeht, natürlich weiter hoch. Bankdrücken wäre geil, zweimal Bodyweight, wobei ich da halt auch erstmal die Schulter wieder in den Griff kriegen muss und will, aber das werdet ihr auch in der Trainingsreihe natürlich verfolgen können. Kreuzheben, mein alter Wert, aber im Conventional, das heißt 260 Conventional. Ziel Overhead Press 100 Kilo, strict. Und Push Press wäre das Ziel eigentlich 140 Kilo. Und Front Squats 180. Stand hier noch was dazwischen? Ich weiß nicht. Nee. Nicht? Ja, das sind so im Moment die Ziele. Das ist alles so bei dem Körpergewicht von ungefähr 85 bis 90 Kilo. Also die Aesthetic soll definitiv bleiben. Mal schauen, was daraus wird. Nächster Satz. Oh, das war nix. Das war falsch umgeschaltet, meine Freunde. So, das soll nicht ganz so scheiße aussehen. Oh, ist anstrengend, Freunde, ist anstrengend. So, für die Leute, die sich jetzt fragen, wie im Moment generell das Training aussieht, warum ich vielleicht auch 6x8 beuge, warum ich nur 100 Kilo beuge. Normalerweise sollte es mittlerweile durchgesickert sein. Ich hatte ja jetzt einmal eine Verletzung am Knie aufgrund von meiner eigenen Dummheit. Dann habe ich mir jetzt vor, das Video müsste auch schon gekommen sein, mit dem Reifen, da habe ich versucht, den 180 Kilo
Traktorreifen zu stoppen, der den Berg runtergerollt kam mit Schwung. Also komplett dumm, und hinter mir stand ein Lastwagen oder so ein Transporter. Hab mir da die komplette Wirbelsäule verstaucht und die gesamte Rückenmuskulatur verzogen. Also wirklich, dass ich keinen Druck mehr aufbauen konnte, keine Spannung, und hatte jetzt 2-3 Wochen Trainingspause dadurch. Und deswegen jetzt erstmal nur in Anführungszeichen, ich weiß, für einige wird das schon Trainingsgewicht sein und viel Gewicht sein, 100 Kilo auf 8 Wiederholungen, einfach um Bewegung wieder reinzubekommen, zu gucken, wie passt sich das Knie ein, generell die Wirbelsäule, wie passt das mit dem Rücken, ist der eventuell unter zu viel Spannung, zum Beispiel jetzt funktioniert es sehr, sehr gut. Ich habe jetzt allerdings auch sehr, sehr viel mit dem Lacrosseball gearbeitet, um den Rücken aufzubekommen, und deswegen im Moment die Woche einmal Kniebeugen, hauptmäßig montags. Ich denke mal, ich habe jetzt gerade eben gesagt 6x8 oder 8x8, ich werde es bei 6x8 halten, weil 8x8 geht mir im Moment noch zu sehr auf die Pumpe. Ich gehe morgens immer laufen, auch um mehr Bewegung, mehr Energieumsatz zu haben. 6x8 ist da, denke ich mal, das Bessere, vor allem jetzt gleich, wenn wir noch Kreuzheben. Und einmal mache ich noch Frontkniebeugen nach dem Kreuzheben. Das Ganze ist im Moment, dient im Moment der Recovery, dem wieder reinkommen. Und wenn ich wieder bei dem Niveau, sagen wir mal so 140, 150, 160 bin, ohne Gürtel, dann werde ich auch wieder umsteigen auf leistungsorientierteres Training, wo es dann wirklich auch darum geht, 2-3 Mal die Woche zu beugen und die Ziele wieder zu verfolgen. Also wundert euch nicht, im Moment ist ein bisschen Pillepalle, aber natürlich auch daran möchte ich euch teilhaben lassen. Wie macht so ein Tyson das nach der Verletzung? Der beugt erstmal 6x8 mit 100. Natürlich für mich, ihr müsst euch vor Augen führen, ich habe mal 200 oder sagen wir mal 190 6x8 gebeugt. Ne? Also das sind andere Welten so ein bisschen. Deswegen, wenn ihr euch verletzt oder so, ganz easy immer erstmal reinkommen, rantasten, und dann passt das wieder.